Beim FIDE World Cup, da werden zurzeit ziemlich viele gute Partien gespielt, die es sich lohnt zu analysieren. Ich habe mich heute für die Partie zwischen Swiatler und Radjabov entschieden. Und Swiatler hatte die weißen Steine. Ich führe die Eröffnungszüge einfach mal aus. Das ist bekannt. Läufer auf G7, E4. Ein geschlossener Aufbau von Schwarz. Schwarz strebt hier einen Königsinder an. H3. Die kurze Rochade von Schwarz. Läufer auf G5 und Dame auf E8. Das ist schon ein sehr interessanter Zug. Weiß antwortete hier mit Springer auf F3. Häufiger sieht man den Läuferzug nach D3, aber auch Springer F3 ist noch okay. Es kam zu E5 und normalerweise wird hier die Stellung mittels D5 geschlossen und wir sind in einem Königsinder, der typische Königsinder-Strukturen hat, drin. Aber Weiß wollte hier nicht die Stellung schließen, Schwarz wollte die Stellung öffnen und hat D schlägt E5 gespielt. Schwarz hätte das auch unterbinden können, indem er zunächst einmal den Zug E7, E5 zurückstellt und einfach Springer auf A6 spielt. Dann käme man auch in die Hauptvarianten rein. Aber nach E5, D schlägt E5, D schlägt E5, zog Swiatler Springer auf D5. Und das ist schon eine sehr, sehr gute Entscheidung, denn diese Stellung, die ist schon sehr, sehr selten auf dem Brett. Und an dieser Stelle dachte Radjabov ziemlich lange nach und ich bin mir sicher, er dachte über den Zug Springer schlägt E4 nach. Das wäre vielleicht eine Neuerung gewesen. Also in meiner Datenbank konnte ich keine Partie finden, in der Schwarz diesen Bauern genommen hat. Und ich bin mir auch sicher, dass wenn Swiatler Springer D5 spielt, vielleicht damit auch gerechnet hat, dass Radjabov Springer schlägt E4 spielen kann. Und das hat Swiatler bestimmt in der Heimanalyse auch schon auf dem Brett gehabt. Und aus diesem Grund hat sich Radjabov für Springer schlägt D5 entschieden. Aber schauen wir uns einfach mal an, was nach Springer schlägt E4 so passieren kann. Analysieren wir das einfach mal. Also zunächst einmal ist ganz klar von Weiß die Drohung vorhanden, hier einfach auf C7 zu nehmen, mit Doppelangriff auf die Dame und den Turm. Und das wäre natürlich der sinnvollste Zug in dieser Stellung. Die Dame würde nach C6 gehen und Springer schlägt A8 ist die natürlichste Fortsetzung. Weiß könnte hier auch einfach den Springer zurückziehen, mit der Idee, einfach hier einen Schach zu geben mit Damenfang. Aber Schwarz könnte hier den König nach A8 ziehen und die Stellung dürfte ausgeglichen sein. Aber wer A sagt, der muss auch B sagen. Deswegen kann man davon ausgehen, dass Weiß hier den Turm nimmt. Ein Qualitätsopfer von Schwarz und die schwarze Idee ist, für dieses Qualitätsopfer den zentralisierten König, der noch nicht rochiert hat, der auch in der nächsten Zeit nicht rochieren kann, ganz offensichtlich, denn der Läufer steht hier noch im Weg, diesen noch zentralisierten König anzugreifen. Der schwarze König, der ist wie gesagt bereits schon sicher und hier sollte Schwarz versuchen, die Stellung zu öffnen und einen Königsangriff zu starten. Springer schlägt G5, der Springer nimmt zurück und auch wenn Schwarz hier keine wirklich große Kompensation hat für das geopferte Material, hat er trotzdem ziemlich gute Chancen hier zu kämpfen und einen Angriff zu starten. Sie sehen es auch, der Läufer auf F1, der kann noch nicht ziehen, denn der Bauer auf G2 hängt. Das würde die komplette Königssicherheit aufreißen. Weiter könnte es gehen, zum Beispiel mit H6. Die Bauern werden vorgezogen mit Tempo E4 und Springer D4. Die Dame ist angegriffen, geht nach C5. Jetzt ist der Springer wieder doppelt angegriffen. Der Läufer auf G7 sieht hier eigentlich sehr, sehr interessant und gut aus. Und weiter könnte es gehen mit Springer auf B5 und hier Läufer schlägt B2. Eine Alternative wäre es hier vielleicht ganz einfach E3 zu ziehen. Das sieht sehr, sehr gut aus, um weiter die Stellung zu öffnen, um in Angriff zu kommen. Aber hier hat Weiß meiner Meinung nach einen sehr guten Zug, und zwar Läufer auf E2. Und sollte der Bauer auf F2 genommen werden, dann steht der König auf F1 relativ sicher. So viel zu diesen Möglichkeiten. Läufer schlägt B2, das sollte meiner Meinung nach gezogen werden. Und nach Turm auf B1 kommt Läufer auf E5. Die schwarze Stellung sollte hier, ich würde sagen, immer noch etwas schlechter sein.
Allerdings hat er sehr, sehr viel Spiel und man kann hier definitiv versuchen, mit Schwarz anzugreifen. Aber Weiß kann es halten. Ich bin mir sicher, dass Radjabov all das während der Zeit, die er genutzt hat, und das war sehr, sehr lang, ich glaube, es waren 8 Minuten, die er hier in diese Stellung hineingeschaut hat, das hat Radjabov definitiv berechnet und hat sich dann doch dafür entschieden, den Bauern nicht zu nehmen. Zu Recht, er hat Springer schlägt D5 gezogen. C schlägt D5 und jetzt C6. Schwarz möchte hier im Zentrum auf jeden Fall etwas anknabbern und auch das Zentrum öffnen. Wie gesagt, der König auf E1, der steht noch relativ luftig. Und hier zog Swiedler seinen Läufer nach C4 und sollte hier auf jeden Fall leichten Vorteil haben. Er hätte die Stellung auch etwas verkomplizieren können, indem er beispielsweise einfach die 6 gezogen hätte und nach F6 Dame auf B3 Schach, König H8 und Läufer auf E3, wie es bereits 2008 schon gespielt wurde, sollte Weiß eine sehr angenehme Stellung haben mit Angriffschancen, aber auch Schwarz hat hier sehr gute Möglichkeiten ins Spiel zu kommen. Er hat hier auf jeden Fall gute Möglichkeiten, seinen Läufer ins Spiel zu bringen und auch am Damenflügel einiges zu reißen. Also das sind die Möglichkeiten von Schwarz, eine sehr, sehr zweischneidige Stellung. Aber warum soll Swiedler dieses Risiko eingehen? Er kann, wie gesagt, und das hat er auch gemacht, einfach Läufer auf C4 spielen mit einem leichten Plus. Weiter ging es mit Springer auf D7. Und das mag vielleicht schon der Fehler in der Partie sein. Ich möchte nicht sagen, dass es ein Riesenfehler ist, aber das mag ein Mitgrund sein, warum die Partie für Radjabov so schlecht lief. In einer Fernschachpartie, die per E-Mail gespielt wurde 2006, da konnte Schwarz relativ einfach ausgleichen, indem er den Bauern auf D5 nimmt. Dort ging es weiter mit Läufer schlägt D5 und Springer auf A6, Turm auf C1. Wenn Weiß hier einfach rochiert, sollte er ein leichtes Plus behalten, aber Turm auf C1 ist ein aktiver Zug. Aber hier zieht Schwarz ganz einfach Springer auf B4. Läufer auf C4 und B5, Läufer auf D2 zum Beispiel und nach Läufer auf E6 sollte die Stellung in jedem Fall ausgeglichen sein und ja, nach dem ganzen Abtausch sollte das Remis als Ergebnis sicher sein. Also das war sehr, sehr einfach zu spielen in dieser Fernschachpartie 2006. Springer auf D7. Das sieht mir, wie gesagt, etwas zu langsam aus. Das hemmt die schwarze Entwicklung. Auch wenn Schwarz hier schon rochiert hat, er steht mit seinen Figuren noch hinten drin, während die weißen Figuren auf dem Brett dominieren. Und der Springer auf D7, der blockiert die Entwicklung des Läufers auf C8. Und der Springer muss, wie gesagt, noch einmal ziehen oder der Bauer, damit der Läufer sich sinnvoll entwickeln kann. Weiter ging es mit der kurzen Rochade von Weiß. Und wieder hätte Weiß die Möglichkeit gehabt, hier einfach mit D6 die Stellung zu verkomplizieren, eine zweischneidige Stellung aufs Brett zu bekommen. Hier könnte man auch wirklich gut auf Vorteil spielen und mit ziemlich vielen Verwicklungen versuchen, um den vollen Punkt zu kämpfen. Aber warum sollte Swiedler das machen? Swiedler kann einfach rochieren und steht immer noch besser als Schwarz. Weiter ging es mit Springer auf B6. Der Läufer war angegriffen und zog sich zurück auf das Feld B3. C schlägt D5, E schlägt D5 und H6 greift den Läufer an. Der wirkt natürlich auf der Diagonalen richtig stark und das möchte Schwarz in jedem Fall unterbinden. Der Läufer zog sich zurück nach E3 und hier sollte Weiß eigentlich schon von der Entwicklung her sehr, sehr großen Vorteil haben. Weiß könnte hier natürlich auch mit der Endspielidee spielen. Und einfach den Läufer schlagen und die Doppelbauern auf der B-Linie wären im Endspiel ziemlich schwach und könnten ein Ziel werden von Weiß. Und Schwarz zog hier Dame auf D8. Hier hätte Schwarz vielleicht doch besser den Bauern nach E4 gezogen. Und wenn man sich diese Varianten, die hiernach entstehen, etwas genauer anschaut, dann sieht man sehr häufig, dass die Dame auf dem Feld E5. Also natürlich jetzt noch nicht, weil der Springer hier steht, aber der muss ja ziehen, dass die Dame auf E5 ein sehr, sehr gutes Plätzchen hat mit starkem Angriff auf beide Flügel.
Das wäre eine gute Option gewesen. Wie gesagt, es ist für Schwarz immer noch ziemlich schwer, um Ausgleich zu kämpfen, aber er kann kämpfen. Das kann er nach E4 definitiv machen. Aber Radjabow hat die Dame nach D8 zurückgezogen und wir sehen es, es sind diese langsamen Züge, die die schwarze Stellung einfach nicht voranbringen und die Entwicklung von Schwarz ist immer noch nicht abgeschlossen, während im Prinzip schon alle Figuren von Weiß im Spiel sind. Im nächsten Zug, wenn die Dame zieht, können die beiden Türme zusammenspielen. Also der König ist auch noch sicher. Es ist wirklich für Weiß ziemlich gut gelaufen. Weiß zog hier auch gleich die Dame nach D2, bringt die beiden Türme ins Spiel und greift gleichzeitig den Bauern auf H6 an. Der muss gedeckt werden. Das hat Radjabow mit König H7 gemacht. Und vielleicht wäre es hier nochmal die Möglichkeit gewesen, für Schwarz einfach E4 zu spielen. Mit der Idee nach Springer D4, Springer schlägt D5, Läufer schlägt H6, dem H-Bauern herzugeben für den Zentralbauern. Aber hier ist Schwarz immer noch in der Entwicklung zurück. Es sind die weißen Figuren, die das Brett dominieren. Das wäre eine Möglichkeit gewesen, aber vielleicht auch nicht eine so gute. König auf H7, wieder muss Schwarz, will er den Bauern nicht hergeben, ein Tempo weiter verschenken und kommt in der Entwicklung nicht voran. Und hier kommt Turm F auf E1. Da steht der Turm super gut auf der halboffenen zentralen Linie. Turm auf E8, Schwarz tut es ihm gleich und Turm A auf C1. Und das kann Schwarz, wie gesagt, nicht ziehen. Er hat mit seinem Turm auf A8 noch nicht die Möglichkeit, direkt ins Spiel zu kommen. Und hier sieht man wirklich die Schwäche von der schwarzen Entwicklung. Jetzt E4 und Weiß kann es sich erlauben, hier Springer auf H2 zu ziehen. Weiß steht hier definitiv besser. Es ist wirklich so, dass die weißen Figuren das Spiel bestimmen und Schwarz im Moment nur zuschauen kann. Dame auf D6 wurde gezogen. Auf Läufer D7 ist D6 ziemlich stark. Und nach Läufer auf E6 kommt einfach Turm auf C7 mit riesengroßem Vorteil für Weiß. Und auch einfach Läufer F5 geht nicht, denn dann folgt wieder der Bauernzug nach D6 und es droht der Turmzug nach C7, dringt in die schwarze Stellung ein. Also das schwarze Leben ist hier ziemlich schwer und deswegen hat Radjabow die Dame nach D6 gezogen. Das blockiert zunächst einmal den Vorstoß des Bauern D5. Allerdings ist das nicht von langer Dauer. Die Dame ist dann doch eine sehr, sehr schlechte Blockadefigur. Die kann ganz einfach vertrieben werden und so hat es Wiedler auch getan. Läufer auf F4. Der Läufer zog dazwischen und nun wird es taktisch. Turm schlägt E4. Das ganze Brett wird jetzt aufgeräumt. Alles forcierte Züge. Läufer schlägt F4. Turm schlägt F4. Weiß steht hier definitiv auf Gewinn. Läufer auf F5. Jetzt endlich zieht der Läufer, kommt ins Spiel. Die beiden schwarzen Türme können endlich zusammen spielen, aber es ist bereits zu spät. G4. Swiedler hat hier die Partie sehr, sehr eindrucksvoll und ganz klar gewonnen. Wir möchten uns die nächsten Züge einfach mal anschauen. Der Läufer ist angegriffen, zog zurück auf E6. Der kann natürlich jetzt nicht einfach so vom Bauern genommen werden, denn Sie sehen es, die Dame hängt. Greift aber gleichzeitig den Bauern auf D5 an und Weiß zog hier Springer auf F3. G5 greift den Turm an und jetzt D schlägt E6. Diesmal ging es, denn die Dame auf D2 ist ja von dem Springer gedeckt. D schlägt F4, die Dame nimmt den Turm. Dame schlägt F4, G schlägt F4 und wir sehen hier eine absolute Katastrophe. Was die Bauernstruktur betrifft, Turm auf C7, auch wenn Weiß hier die Qualität weniger hat, ist es Weiß, der hier das Spiel bestimmt, ganz klares Spiel hat und ganz klar auf Gewinn spielt. König auf H8, Turm schlägt F7, der Turm A ging auf D8, der Bauer zieht nach vorne und Turm auf B8, der Turm war ja angegriffen. Es ist bloß noch ein Hin- und Herziehen von Schwarz. G5 kam noch aufs Brett, der Turm fesselt im Prinzip diesen Bauern, aber das ist auch nicht von langer Dauer. Der Läufer zieht einfach auf C2 und es droht einzügig matt. Und Sie sehen auch, der Turm kann natürlich nicht einfach den Bauern nehmen, denn der ist gedeckt vom Springer. Das würde zwar das Matt verhindern, aber das würde den Leidensweg von Schwarz nur
unmaßgeblich verlängern. Der Turm ging nochmal auf G7, aber nach Turm F8 Schach hat Schwarz aufgegeben. Jetzt könnte man sagen, warum hat denn Schwarz aufgegeben? Er kann sich doch noch ein bisschen verteidigen, er könnte einfach den Turm zurückziehen. Aber Schwarz, wenn er den Turm zurückzieht auf G8, dann nimmt Weiß einfach den Turm auf B8. Der schwarze Turm würde zurücknehmen und nach beispielsweise Läufer auf G6 kann die Umwandlung des Bauern nicht mehr verhindert werden. Schwarz müsste einen weiteren Turm ins Geschäft stecken, hätte die Qualität weniger und würde im Endspiel definitiv verlieren. Also das ist nur eine Möglichkeit. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Der Computer, der sieht hier viele Wege, die nach Rom führen. Das war nur eine Möglichkeit. Ich denke, die Aufgabe von Radjabov war auf jeden Fall gerechtfertigt. Eine von Switler sehr, sehr schön gespielte Partie. Und wir gehen nochmal zur Schlüsselstellung zurück. Und die Schlüsselstellung ist der Springerzug nach D7. Hier hätte Schwarz vielleicht doch selbst einfach C schlägt D5, wie es in dieser Fernschachpartie 2006 gespielt wurde. Hier hätte das Schwarz spielen sollen. Das gibt den Weg frei, seinen Springer ordentlich zu entwickeln und würde die Stellung wesentlich vereinfachen. Natürlich, ich weiß, kann hier rochieren, würde auch ins Spiel kommen, aber das ist in Ordnung. Es ist hier Schwarz, der seine Figuren nicht ins Spiel gebracht hat und ich bin mir sicher, dass das an diesem langsamen Zug Springer auf D7 lag, was dem Weißen sehr, sehr viel Zeit gab, seine Figuren zu entwickeln. Und hier sieht man bereits die Tendenz. Schwarz hat eine Figur entwickelt, hat den König sicher. Ich würde den Springerzug nach D7 nicht als Entwicklungszug zählen. Weiß hat hier 1, 2, 3 Figuren entwickelt, steht ein Zug noch vor der kompletten Entwicklung. Das kommt dann auch. Weiß rochierte ja hier und steht einfach besser. Eine von Switler schön gespielte Partie und für uns sehr, sehr lehrreich. Wir sollten immer darauf achten, wie wir unsere Figuren entwickeln und dass wir unsere Figuren sehr, sehr schnell entwickeln. Ein Wort noch zu diesem Springerzug nach D7. Im normalen Königsinter mit den normalen Stellungen, wenn die Bauernstruktur geschlossen ist, dann sind solche Springerzüge wie Springer nach D7, was den Läufer etwas einengt, das sind normale Züge, die keinen Tempoverlust bedeuten. Ein Entwicklungsvorsprung bekommt man in geschlossenen Stellungen eher selten. Es ist wirklich so, dass in offenen Stellungen jeder Zug zählt, weil alle Figuren in offenen Stellungen angreifen können. Anders ist es bei geschlossenen Stellungen im Königsindisch. Da kann man auch mal mit dem Springer rumlavieren, kann sich das richtige Feld suchen und anschließend in den Angriff übergehen. Aber diese Zeit hat man in offenen Stellungen definitiv nicht. Und ich bin mir sicher, dass Radjabov das in dieser Partie gemerkt hat.